So, dann gehen wir mal in den Kesselberg rein. Ups, Maus weg. Denn wir haben hier noch ein paar Sachen dort drin zu erledigen. Diese Kämpfe werde ich natürlich alles bieten, weil schaut euch die Level an. Ich glaube kaum, dass diese wilden Pokémon eine Herausforderung für uns darstellen. So, und da wir jetzt Kaskade haben, können wir auch diesen Wasserfall erklimmen, und zwar so. Gut, ganz einfach. Und jetzt sind wir hier oben. Und jetzt haben wir eine Stelle erreicht, die wir vorher nicht erreicht hätten können. Und wer weiß, vielleicht finden wir da auch ein paar neue Sachen, die wir noch nicht gefunden haben. Wie zum Beispiel neue TMs oder Trainer. So, und hier ist eine Höhle, die man kaum sieht. Ja, ich werde jetzt hier ein bisschen häufig speeden, weil ich glaube, das ist eher nervig als unterhaltenswert, wenn ich hier da gegen die wilden Pokémon antreten würde. So, okay, hier ist einer, ein Trainer. Yo, Urban! Ich heiße nicht Urban. Du meinst wohl den Typen da am Eingang, gegen den wir mal gekämpft haben. Gandalf, Randalf. Oh, Simon. Ja, und aber die Level der Trainer, die sind gleich. Aus dem Grund, weil, weil man nur mit Kaskade herkommt und man kann Kaskade jetzt einsetzen nach dem letzten Orden, den wir auch jetzt im letzten Part geholt haben. Deswegen sind jetzt die Trainer-Level so stark, aber die wilden Pokémon so schwach. Gut, nutzen wir die ganze Sache zum Trainieren unserer Pokémon. Ich muss zugeben, ich war bis jetzt nur einmal komplett im Kesselberg und habe ihn vollständig erkundet. Daher ja, kenne ich den Kesselberg nicht so und das ist dann nicht auswendig. Boah, ich glaube, ich muss wechseln. Dieser Angriff hat nicht so viel abgezogen. Ich wechsle mal zu... verdammt, ich habe Nachtara nicht dabei. Nehme ich mal Apollo. Ist ja auch egal. Hallo, Apollo. Verbreite mal wieder ein bisschen Schrecken unter den Pokémon der Gegner. Okay, Hypnose. Boah, die Chance, dass Hypnose das getroffen hätte, war nicht ganz so hoch. Aber sie hat trotzdem getroffen. Und jetzt, stehle mir seine Träume. Ein purer... Naja, Wollhit sage ich jetzt nicht. Der wurde ja schon vorher ein bisschen geschwächt. Okay, Streber, Gandalf ist down. Mein Fehler. You shall not pass. Okay, hier ist nichts. Aber hier können wir surfen. Ja, die Level der wilden Pokémon sind auch schon angepasst. Aber auch draußen möchte ich jetzt nicht gegen die kämpfen, weil ich keine Lust habe. So, immerhin bin ich ehrlich. Weil das sind eh immer nur die gleichen Pokémon, da fehlt es mir an Abwechslung, wenn ich immer nur gegen Georox oder Golbats kämpfe. Ich meine, was soll denn immer nur die gleichen Höhlen-Pokémon reinbringen, das ist langweilig. So, okay, hier teilt sich der Weg. Ich gehe jetzt mal dort lang, weil ich ein Landläufer bin. Ich muss immer zunächst an Land entlang gehen. Oh, dann bist du kurz vor Level 42. Das ist gut. So, okay. Dann geht's hier auch noch weiter. Mann, die wilden Pokémon sind ganz schön nervig. Okay, hier ist eine Sackgasse. Ein Goldking. Cool. Na gut, das nenne ich mal Abwechslung, aber mir fehlt es immer noch an Abwechslung, auch wenn hier Goldkings auftauchen. Oh Mann, das sieht ziemlich verwirrend aus jetzt. Erinnert mich ein wenig an die Azura-Höhle. Aus dem Grund, weil ich die Azura-Höhle auch nicht so hundertprozentig kenne. Oh je, was ist denn das denn jetzt? Ich gehe mal hier nach oben. Hier unten bekommen wir zwar ein Item. Ach, was soll's? Ich hole zunächst das Item. Okay, hier ist eh eine Sackgasse beim Item. Okay, TM40. Das ist
das für ein TM? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was das für eine TM ist. Und TM 40 ist ein Igler. Naja, nicht so besonders nutzvoll. Könnten wir vielleicht nach Tara beibringen. Aber braucht man eigentlich nicht. Und ich hoffe, die Pokémon sehen jetzt langsam ein, dass die Kämpfe einfach speede. Und dass die völlig nutzlos angreifen. Habt ihr nicht gehört? Die greift völlig sinnlos an. Ein Flugzeug, das ist gut. Da können wir gleich rausgehen, wenn wir jetzt die Höhle erforscht haben. Ach, Paratikal, nerv mich doch nicht. Danke. Habe ich nicht gesagt, ihr sollt mich in Ruhe lassen? Hallo! Ich glaube, hier ist ein verstecktes Item. Ha! Seht ihr? Mein Pokémon-Instinkt hat wieder Alarm geschlagen. La 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 la. Und ein neues Item. Drachenhaut. Verstärkt. Logischerweise Drachenattacken. Kann man sich auch dazu denken. Aber was sucht hier Drachenhaut in der Kesselhöhle? Wäre es nicht klug gewesen, es in der Drachenhöhle einzubauen? Oh, hier ist eine Treppe. Oh Gott, ich habe jetzt keine Ahnung, wo wir jetzt sind. Und ich kann mich ehrlich gesagt auch null an diesen Ort erinnern. Komm, haben wir irgendeinen Schutz oder so? Nein. Schade. Gut, hier ist ein weiteres Item. Ein Eisen. Verstärkt die Verteidigung. Das Eisen, das gebe ich. Welches Pokémon braucht eine hohe Verteidigung? Ich würde es gerne nach Tara geben, aber nach Tara ist in der Box. Ich gebe es mal Impagator. Ja, genau, Impagator. Ich sage es einfach statt Tornupto Impagator. Gut, hier ist auch nichts. Oh Mann, jetzt sind wir im tiefsten Bereich der Kesselhöhle. Oder auch vielleicht auch nicht, weil hier tauchen schwache Pokémon auf. So, aber wir waren hier noch nichts. Hallo Meryl. Was ist das für ein Item? Ein Top-Beleber. Gut, dass wir so viele Beleber und solche Sachen finden. Denn wir brauchen die für die Liga. La 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 la, wir laufen durch den Kesselberg. Hier geht's weiter. Oh Gott, wie groß ist denn die Höhle jetzt? Okay, hier brauchen wir Stärke. Da Moment. Moment, ich kann mich ja an so einem Stärkefelsen erinnern. Und der ist ja ziemlich am Anfang. Und wer bist du? Hey! Ich bin der Karate-Meister. Ich trainiere hier allein im Dunkeln. Du, kämpf mit mir! Okay, wenn du magst. Schwarzgurt Live möchte kämpfen. Und was hast du für Pokémon? Kikli. Oh ja. Gut, ich glaube die. Na doch, Kikli und Nocturne, gegen die haben wir ja schon in der Arena von einer Stadt gekämpft, wo ich den Namen vergessen habe. In der Kampfarena war das. Sprungquick, heftige Attacke. Aber machtlos gegen die Kraft meines Impagators. So, Impagator hat Kikli besiegt und kriegt 1012 Erfahrungspunkte. Ich sage jetzt extra Impagator, weil ich es mir so angewohnt habe, aus irgendeinem Grund. Ja, und logischerweise hat er auch jetzt einen Nocturne. Ich glaube, wir bekämpfen jetzt mal einen Kampf mit Flug. Der Klitschko ist da. Okay, flieg mal davon. I see. Tempohieb. Noch nachgelegt. So, und der Fliegen trifft ihn direkt und killt ihn auch. Mit einem One-Hit, weil es sehr effektiv war. Jede Menge Erfahrungspunkte. Und Life ist down. Was? Ich wurde besiegt? Ich bin am Boden zerstört. Ey, reg dich ab, du hast nur einen Kampf verloren, Mensch.
Ich habe nicht gut genug trainiert. Nein, ich war einfach nur zu stark für dich. Eine Niederlage ist nun mal eine Niederlage. Das gebe ich zu. Als Beweis für deinen Sieg gebe ich dir dieses seltene Kampf-Pokémon. Du kannst keine weiteren Pokémon mehr tragen. Okay, ich gehe mal zurück zum Pokémon-Sender und lager schnell ein Pokémon. Bis gleich. Ach ja, ich habe hier ein Item gefunden, weil ich da runtergestampft bin. Und ja, bevor wir wieder dorthin gehen, schaue ich dann noch zunächst mit euch nach, was sich hier befindet. Also, okay. Also ich bin hier jetzt mit durch Speeden runtergefallen und ja, jetzt bin ich wieder hier. Gut, dann speed ich wieder und dann sehen wir uns gleich wieder. Okay, hier bin ich wieder. Und jetzt gib mir dieses Pokémon. Ah, wir haben einen Rabauz bekommen. Es entwickelt sich zu einem stärkeren Pokémon. Arbeite so hart weiter. Ich werde auch weiterhin trainieren. Lebe wohl. Nur mach's gut. Übrigens, Rabauz ist ein besonderes Pokémon, denn es kann sich entweder zu Kikli oder zu Nocturne oder zu Capoeira entwickeln. Zu Kikli entwickelt es sich, wenn es einen höheren Verteidigungswert hat, wenn es sich dann durch Zuneigung entwickelt. Und zu Nocturne wird es, wenn es einen hohen Angriffswert hat, wenn es sich dann durch Zuneigung entwickelt. Und zu Rabauz wird es, wenn die Werte gleich sind. Also so wie es jetzt wäre, hätten wir jetzt einen Rabauz als Entwicklung. Ihr müsst daher schauen, wie die Werte von Rabauz sind, wenn ihr einen Nocturne oder einen Kikli haben wollt. Oder auch ein Capoeira. Ich empfehle euch, gebt eurem Pokémon Vitamine, denn die haben die haben halt eine große Auswirkung. Auswirkung war das richtige Wort, genau, auf das Pokémon. So, wir haben ja vorhin den Fluchtseil gefunden. Das ist jetzt perfekt, um aus der Höhle zu kommen. Gut, Route 42 hätten wir geschafft, plus Kesselberg. Außerdem haben wir ein seltenes Kampf-Pokémon jetzt bekommen, zusätzlich noch. Welches nur Tackle kann. Verdammt. Okay, dann fliege ich zurück. Und zwar fliege ich jetzt mal nach Anemonia City. Für die, die den letzten Part zu Ende geschaut haben, wissen schon, was ich jetzt mache. Denn jetzt nehme ich noch schnell ein Pokémon mit, das Blitz kann. Ich lage jetzt einfach mal Rabauz rein. Und ich brauche noch ein Pokémon, das Whirlpool kann. Suicune lasse ich mal da, Aron auch. Na, wobei, Suicune lage ich mit rein. Ich glaube kaum, dass es hier Kaskade in der Höhle gibt. Und welches Pokémon kann denn nochmal Kaskade? Ach ja, Felino war es, genau. Gut, dann brauchen wir noch Knuffensa. Wo bist du, Knuffensa? Ich brauche dich. Da bist du. Ist doch das Richtige. Nicht, dass wir vielleicht mehrere gefangen haben. Ja, genau. Du bist das Richtige. Sehr gut. Und eins können wir noch mitnehmen. Da nehme ich mal Nachtara wieder mit. Oh, wir können es doch nicht mit einem Okay-Themis voll. Okay, jetzt haben wir Aron. Ja, okay, passt eigentlich. Wir haben drei unserer Team-Pokémon dabei und ich glaube, die müssen auch reichen. Halt, Moment, ich lagere noch ein paar Items rein, weil in dieser Höhle, die wir jetzt erforschen werden, gibt es auch jede Menge Items. So, ablegen und zwar Drachenhaut. Dann die ganzen Top-Dinger. Die sind nämlich voll top-modern. Ich mir wieder mit meinen schlechten Wortspielen. Rätselbeere. Nugget können wir eigentlich verkaufen. Da muss ich mich erinnern, jetzt in den Markt zu gehen. Okay, jetzt gehen wir in den Markt. Wenn es hier einen Markt gibt. Ach, egal. Gibt es keinen Markt, oder? Nee. Ich glaube kaum, dass es hier einen Markt gibt. Nur so einen Kräutermarkt. Egal. So, Route 41. Und was ich jetzt machen will, hier gibt es ja eine Höhle. Oh, Mantax, cool. Hier gibt es ja so eine Höhle, die wir jetzt mit Stuhl, die wir jetzt mit Whirlpool erforschen können. Zack, so einfach ist das. Und ja, das könnte sehr nervig für mich persönlich werden, weil ich diese Höhle eigentlich noch nie erkundet habe in der Kristallisation, weil mir die viel zu nervig war. Ich habe sie, ja gut, ein paar Mal habe ich sie erkundet, aber nicht vollständig. Und einmal habe ich mich sogar in diese Höhle verlaufen.
weil ich kein Pokémon mitgenommen habe, das Blitz kann, was super dämlich von mir war, aber ich war zu faul mir jetzt, ich war zu faul da damals noch zurückzulaufen, um ein Pokémon zu holen, das Blitz kann. War dann später mein Verhängnis und dann bin ich schließlich durch die Höhle herum geirrt, bis ich in Ohnmacht gefallen bin. Ihr müsst wahrscheinlich irgendwo noch meinen Geist rumirren in dieser Höhle. Okay, hier ist ein Stärkefelsen. Gut, dass wir doch Stärke mitgenommen haben. Ich habe mir schon überlegt, Aaron da in die Box zu lassen. Ein Fluchtsaal, das werden wir später brauchen, wenn wir aus dieser Höhle raus wollen. Hier ist eine weitere Leiter. Und jetzt sind wir wieder da am Anfang. Super. Okay, ich werde die Pokémon-Kämpfe speeden wieder, weil das ein bisschen nervig ist. Und ja, ich habe auch ehrlich gesagt nicht besonders Lust, auch diese Pokémon hier alle zu bekämpfen, weil die haben auch nur ein sehr schwaches Level. Und das lohnt sich gar nicht so richtig, um die zu kämpfen. Übrigens kann man hier später ein legendäres Pokémon finden. Welches es ist, werde ich euch erst verraten, wenn wir es fangen können. So, Stärke, Stärke, Stärke. Ah, nein, da sind wir ja vorhin schon gegangen. Gott, ich habe so ein Kurzzeitgedächtnis. Hier waren wir noch nicht genau. Hier ist auch ein Item. Holen wir uns das schnell. Calcium, erhöht den Spezialangriff. Was braucht ein Spezialangriff? Ach, Alpollo. Ich heb's mir für Alpollo auf. Oder wisst ihr was? Ich mach's doch nicht und geb's einfach mal Tornupto. So. Ja, jetzt hab ich's richtig gesagt. Nicht Impagato, sondern Tornupto. Gut, jetzt sind wir hier. Hier geht's auch nicht weiter. Okay, wir müssen hier lang. Okay, hier geht's zum Ausgang. Okay. Jetzt sind wir bei einem anderen Eingang jetzt angekommen. Denn diese Seeschauminseln, die haben mehrere Eingänge. Deswegen heißen sie auch Seeschauminseln. Und man muss immer den richtigen Eingang benutzen, damit man die Höhle vollständig erkunden kann. Was ich sehr nervig finde, ehrlich gesagt. Aber naja. Wenn man das Let's Play vollständig haben, machen möchte, dann muss man halt solche Sachen über sich ergehen lassen. Jetzt geht ich hier wieder wie so ein Wissenschaftler. Das möchte ich doch gar nicht. Ich möchte ganz normal reden, nicht so wissenschaftlermäßig. Wo ist denn hier jetzt der Strudel? Ich will hier raus. Ich will hier raus. Hallo, ich will hier raus. Nein, nicht dort. Ich will da. Wo ist denn da jetzt der Strudel? Ich will jetzt nicht nochmal durch die Höhle laufen müssen. Wo ist hier der Ausgang? Hilfe! Ich hab bloß dieser Abschnitt hat hier keinen Ausgang. Ah doch, hier ist ein Ausgang. Okay, ich mach mal kurz Pause. Aber zunächst muss ich warten, dass das Pokémon erschienen ist. Okay, mach mal kurz Pause und dann bin ich in 2 Sekunden wieder da. Also bis gleich. Okay, hier bin ich auch schon wieder. Ja. Speeden natürlich. Tentacher, komm. Das ist doch ein Witz, oder? Lauter Tentachers. So, weg mit dir, du scheiß Stuhle. Ich esse lieber Apfelstrudel als solche. Oh Mann. Okay, wir müssen uns merken, dass diese Insel hier falsch ist momentan. Suchen wir eine andere Insel. Gegen die Trainer haben ja auch schon alle gekämpft. Hoffe ich zumindest. Kann auch sein, dass sie ein paar übersehen haben. Also ich habe ja nicht so genau darauf geachtet, ob wir gegen alle gekämpft haben. Weil ich ja nicht so besonders gerne gegen Schwimmer kämpfe. Besonders, wenn so viele wilden Pokémon auftauchen, so wie jetzt. Puh, boah, oh Gott. Okay, hier ist eine weitere Insel. Schauen wir mal nach, was die für uns birgt. Okay, Clefairy benutzt mal wieder Blitz. Damit das Ganze wieder ein bisschen heller ist, so. Hier müssen wir runterjumpen. Zack. Ein wildes Krabi. Oh mein Gott. Und nochmal ein wildes Krabi. Oh mein Gott. Okay, jetzt haben wir zwei Möglichkeiten, wie wir runterspringen können. Einmal hier oben und einmal hier unten.
Das ist sehr entscheidend, weil die Wege teilen sich jetzt. Ich nehme den oberen Weg. Okay, und jetzt haben wir was erreicht, was sehr mysteriös aussieht, sag ich mal. Alter, hört auf mich zu nerven! Okay, hier ist eine Leiter. Jetzt sind wir hier, okay. Ein Top-Beleber. Dankeschön für die Liga. Okay, hier sind sehr viele Items da droben auf diesem. Auf dieser Hochebene. Sagt man da Hochebene? Ah! Oh. Ist das jetzt gut oder schlecht? Scheiße, hoffentlich kommen wir jetzt wieder zurück. Ich habe keinen Kaskade dabei. Aber was ist das? Okay, wo sind wir jetzt? Also, wie gesagt, ich kenne mich hier null aus in der Seeschauminsel. Aber kann es sein, dass hier später das legendäre Pokémon zu finden ist? Ich glaube ja. Aber sicher bin ich mir nicht. So, hier ist, glaube ich, der Ausgang. Anders wären wir jetzt gefangen. Okay. Okay, okay, okay. Jetzt sind wir hier und dann jetzt sind wir hier. Was zum Teufel? Was ist das hier für ein Komplex? Und wo sind wir jetzt? Achso, jetzt sind wir hier. Okay. Ah, jetzt sind wir hier bei diesem Stein. Alles klar, wenn wir nach oben gehen, dann kommen wir zu diesem Punkt, wo sich das legendäre Pokémon befindet, vermute ich mal. Aber hier gibt es es ja noch nicht. Wir müssen erst was Besonderes machen, damit es spawnt dort. Und ich mache mal kurz Pause. Okay. Weiter geht's. Ich habe kurz gegessen, deswegen muss ich mal kurz Pause machen. So, gehen wir mal, ja, schauen wir mal nach, was sich hier verbirgt. Ich kann mich ehrlich gesagt nicht daran erinnern. Oh Gott, wie war's denn jetzt? Sind wir jetzt da raus oder reingekommen? Verdammt, ich hätte mir merken müssen, wo wir jetzt hingehen sollten. Ach, egal. Nein, ein bisschen Tacher. Ich krieg solche Angst. Nein, wir sind ja doch da hingegangen. Ja, ich geh mal da nochmal rein. So. Knuffensa, ich brauche dich und deine Blitzkraft. Okay, jetzt gehe ich mal dort lang. Moment, wir waren hier schon mal, genau. Das war ja die allererste Höhle, was wir damals gesehen haben. Vor ungefähr 20 Minuten, genau. Aber hier können wir vorbei. Vielleicht kommen wir ja so zu einem neuen Abschnitt hin, ohne extra aufs Meer zu müssen. Ach komm, hört auf mich zu nerven. Hier drin ist das legendäre Pokémon zu finden später. Und ja. Ja, genau. Ah, da kommen wir her. Super, okay. Dann sind wir hier in der falschen Insel gelandet. Oder gestrandet in dem Fall. Gestrandet. Suchen wir uns eine andere Höhle. Und zwar am besten die, wo wir vorhin gesehen haben. Da, wo wir zum. Diese Höhle, wo das legendäre Pokémon normalerweise ist, hin konnten. Ah. So, okay. Das müsste hier, glaube ich, sein. Haben wir dich schon gekämpft? Ja. Haben wir gegen dich schon gekämpft? Oh, die haben wir übersehen. Du gleitest so elegant auf dem Pokémon dahin. Ja, das ist, neu in Mode, dass man das so macht. Ah, komm, machen wir die schnell fertig. Die hatte nur Level 20er Pokémon. Anton! Okay, Anton, machen wir es kurz und schmerzlos. Und zwar mit Donnerschlag. So, One-Hit-Kill. Gegen einen 20er. Super. Aber wir haben auch lange nicht mehr gegen einen 20er Pokémon gekämpft. Das war vor wie viel Parts? Im letzten Part, glaube ich, ne, wo wir in diese Route da gegangen sind. Ah nein, die hatten Level 14 oder so. Egal. Und nochmal ein One-Hit. Könnte ich eigentlich speeden? Warum mache ich das jetzt eigentlich nicht? Ah, dich haben wir schon geschlagen, okay. Ein Tentoxer, hurra. So, dann schauen wir mal nach, ob das die richtige
Eingang ist. Und weg ist der Strudel. Ja, es könnte sein, dass es diese Höhle war. Aber es könnte sein. Ich bin mir natürlich nicht sicher, deswegen sage ich bewusst das Wort könnte. So, Knopfenser, ich brauche wieder Licht. Ja, ich glaube, das ist die Höhle. Oder vielleicht auch nicht. Ach, keine Ahnung. Nee, wir waren da überhaupt noch nicht. Okay, das scheint eine neue Höhle zu sein. Ein neuer Eingang. Und neue Gefahren. Hier ist ein verstecktes Item. Okay, doch nicht. Hätte man eigentlich ein Item reinbauen können, hier so als Ball. Naja. Ach, jetzt tauchen extra viele Pokémon auf, um mich zu nerven. Das Spiel hat so einen Nerv, Modifikations-Programm-Dingens, dass immer wenn ich genervt bin, noch mehr Pokémon kommen als eigentlich nötig. Ein Nugget. Damit haben wir zwei Nuggets, die wir für 10.000 insgesamt verkaufen können. So, jetzt muss ich aufpassen, dass ich richtig springe. Nach unten oder nach rechts? Ich gehe mal nach unten. Kann es sein, dass wir hier gerade schon mal waren? Ja, genau, wir waren hier gerade schon mal. Okay, das ist quasi nur eine Abkürzung nach unten. Oder zurück. Hier waren wir noch nicht, oder? Waren wir schon? Hier kommen wir wahrscheinlich wieder zurück, kann das sein? Lol. Tatsache. Naja gut, da lernen wir halt die Seiten der Seeschorninsel halt genauer kennen. Hier ist ein verstecktes Item. Aha. Mein Pokémon-Radar im Kopf schlägt immer aus, wenn ich irgendwie eine Vermutung habe, wo ein Item sein könnte. Und meistens hat es auch immer recht. Gut, hier ist, glaube ich, auch ein verstecktes Item. Nein, jetzt war ich ein bisschen zu voreilig. Okay. Gut, damit haben wir diesen Bereich erkundet. Gehen wir jetzt dann nach unten. Hier können wir auch noch nach unten springen. Ich wette, wir kommen jetzt dadurch zu einem neuen Abschnitt hin oder zu einem alten Abschnitt zurück. Ja, genau. Wir kommen immer irgendwie dorthin. Ah, lasst mich in Ruhe. Ihr Nervensägen, ihr kleinen Nervensägen. So, jetzt sind wir hier wieder. Ich sollte nicht so viel speeden. Ich muss mir angewöhnen, nur die wilden Pokémon-Kämpfe zu speeden und den Rest nicht. Die sehe ich ruhig. Möchtest du Surfer einsetzen? Ja. Eigentlich müsste es heißen, das Meer ist ruhig. Und nicht See, die See. Ich glaube, das heißt eher das Meer übersetzt. Im Englischen heißt es bestimmt auch The Sea. Ansonsten müsste es heißen The Lake. Und ich glaube, kann mir kaum vorstellen, dass im Englischen The Lake überall dran steht. Ich muss das Spiel mal auf Englisch spielen, um zu schauen, ob da Lake oder Sea steht, weil Sea heißt ja im Englischen Meer, ironischerweise, und See heißt im Englischen Lake. Oh, noch eine Trainerin, die wir übersehen haben. Oder ein Trainer, whatever. Machen wir den schnell fertig. Oh, den Toxer, nicht schlecht. So. Den haben wir wahrscheinlich auch übersehen. Natürlich. Wir haben so viele Trainer übersehen. Ja, sorry, das. Oh Gott, hier 6 Pokémon. Also, das hätte ich so oder so gespeedet. Aber abwechslungsreich Pokémon. Muss man schon sagen. So. Okay, ihr müsst mich daran erinnern, falls ich das nochmal Let's Playen sollte, dass ich hier die Trainer genauestens besiegen sollte. Ich sollte nur die wilden Pokémon kämpfen, nicht diese ganzen Außerhalb-Kämpfe-Dinger da. Gut, die Toxer schon wieder. Verdammt, eine Sackgasse. Ob es Items im Wasser gibt, die versteckt sind? Nee, ich glaube nicht. Wäre aber eine coole Idee. Also Nintendo, falls du das siehst, ne? Baut doch mal versteckte Items im Wasser ein. Das wäre wirklich cool. Danke, euer Janka-LP. Ach, ich hab schon wieder gespielt. Tut mir leid, Leute. Ein gleißender Blitz hält das Gebiet.
So, genau, das müsste das sein. Ja, genau, jetzt, wir sind ja damals hier hingegangen, jetzt gehe ich mal dorthin. Oder sind wir nach unten oder nach oben gegangen? Oh Gott, Kurzzeitgedächtnis. Ich glaube, ich bin nach unten gegangen, oder? Ich mache mal ein Safe State, ich bin mir nicht so sicher. Sorry, ich bin mir da nicht so sicher. Ja, jetzt muss ich in diesem Part halt sehr viel mit dem Emulator rumspielen, weil es wirklich ein bisschen nervig ist, gebe ich zu, aber damit erspare ich uns ein bisschen Geduld. Obwohl wir gar kein Geduld können als Attacke. Ich will mir erschießen. Kann es sein, dass wir hier schon waren? Großer Pokémon-Gott, waren wir hier schon oder waren wir hier noch nicht? Du musst es doch wissen. Ich glaube, wir waren hier noch nicht. Oder vielleicht doch? Klar waren wir hier schon. Das ist der Ort, wo wir vorhin gerade eben waren. Ja genau, hier geht's nach unten und dann zum Ausgang. Ach, komm schon. Ja genau, wir waren hier schon. Das heißt, wir haben den falschen Eingang wieder genommen, glaube ich. Nervt mich nicht. Ich habe Besseres zu tun, als gegen euch zu kämpfen, gegen euch Schwächlinge. So, jetzt biege ich hier wieder ein bisschen. Lalala. Ja. So, jetzt muss ich die richtige Insel erwischen. Ich glaube, das war die hier. Die linke jetzt, ja? Die hier, kann es sein? Ich schau mal nach, ob es diese hier ist. Ja, sorry, diese Part ist ein bisschen nervig, ich gebe ich zu. Aber, nee, wir waren hier schon mal. Aber ich kenne mich hier auch nicht so gut aus, deswegen, ja, ist dieser Part ein bisschen schlechter als der letzte oder der vorletzte oder der vorletzte oder der vorletzte oder der vorletzte. Oder der vor. Ja, gut, ich höre schon auf. So, willkommen bei Speed Let's Play Pokémon Kristall. Hier in, bei den Seeschirminseln dran, ne? Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ich begrüße euch. So, ich hoffe, das ist jetzt die richtige Insel. Okay. So, jetzt hoffe ich, dass es die richtige Insel ist. Ansonsten lasse ich es mal gut sein. Ja, wir waren hier schon mal, das weiß ich hundertprozentig. Okay, wisst ihr was? Das war ja schon mal ganz gut für den Anfang, aber ehrlich gesagt habe ich jetzt gar keine Lust mehr, diese Höhle weiter zu erkunden. War ja schon ein etwas, ein etwas nerviger Part, sag ich mal. Jetzt haben wir das gemacht, was wir eigentlich nicht hätten tun sollen, nämlich den Kesselberg und die Seeschauminseln. Naja, aber vielleicht schauen wir uns die Seeschauminseln später mal an. Wenn ich dazu komme. Aber fürs Erste reicht das erste Mal mit den Seeschauinseln. Im nächsten Part, was machen wir im nächsten Part? Ihr ahnt es sicherlich, wir machen uns auf den Weg zur Pokémon-Liga. Erstmal habe ich die Pokémon und nehme mein Team wieder mit. Und ich muss mir auch abgewöhnen, jetzt zu speeden. Alter, Fortmerk von der Speed-Taste. So, Knuffenser, dich lege ich ab. Felino, du kommst auch wieder in die Box. Und Aaron ebenfalls. Und welches Pokémon ich jetzt mitnehme, ist leicht. Ich nehme Suicune mit, weil wir brauchen Kaskade. Und dann nehme ich Gyarados mit. Scheiße. Jetzt bin ich auf dieses Shiny Gyarados reingefallen. Oh Gott, das war das Wichtige. Ich nehme Nachtara mal mit, genau. Nachtara und wohin genau? Ne, nicht wohin genau, sondern Nachtara und Alpollo. Okay, jetzt haben wir unser Team wieder dabei, bis auf wohin genau, aber wohin genau ist eh nur ein Versuchskaninchen, sag ich mal. Okay, dann setze ich unser schwächstes Pokémon an erster Stelle, das wären die 40er. Ich nehme jetzt mal Alpollo als erste Stelle, dann X-Bart bleibt, ist schon bereits an erster Stelle. Okay, so passt, so stelle ich mir das vor. Und dann gehe ich nach Neuburg hier. Selbstverständlich zu Fuß, wir sind ja nicht so. Wir haben ja gesunde Füße, wir sind ja noch jung. Immer gleich das Fliegen verwenden. Wenn man doch laufen kann und laufen.
durch tiefe Gebirge. So, wir haben ja bereits alle Trainer ausgestattet im letzten Part. Hallöchen. Na, wie geht's dir? Was ist denn da oben? Was ist da unten? Warst du schon im Duellturm? Ach ja, stimmt. Ich wollte ja in dem Part doch zum Duellturm gehen. Na gut, dann mache ich das halt noch. Einfach mal so. Na gut, dann wird's halt wieder ein langer Part. Gut, dass du mich daran erinnerst. So, gehen wir mal ganz kurz zum Duellturm. Ich glaube kaum, dass wir so lange überleben werden im Duellturm, weil ich habe noch nie geschafft, im Duellturm zu gewinnen. Die Level der Pokémon, in denen sie einsetzen möchte, sind unterschiedlich. Ich muss sie jetzt trainieren. Gehst du zum Duellturm? Das ist ein Geheimnis, aber du erhältst spezielle Preise, wenn du oft gewinnst. Ich habe noch gar nicht gewonnen im Duellturm. Weißt du, scheiße, schlecht bin. Ich drücke mich vor der Arbeit. Ich kann nicht zurück, bis ich siege. Ich muss alles gewinnen. Es ist ein Zwang. Hallo Duellturm, dich gibt es ja auch in der dritten, vierten und in der vierten Generation. Du darfst nur drei Pokémon einsetzen. Es fällt einem nicht leicht, drei Pokémon für den Kampf auszuwählen. Duellturm, die ultimative Herausforderung. Gehen wir ins Gebäude rein. Na, Moment, schauen wir uns noch zunächst an, wie groß dieses Gebäude eigentlich ist. Ja, ziemlich groß. Den Duellturm gibt es in der zweiten Generation nur in der Kristalledition. In der silbernen und in der goldenen Edition gibt es hier keinen Duellturm, sondern nur eine leere Route. Gut, hier sind wir am Empfangsschalter. Ich probiere, wie weit ich nur mit Käfer-Pokémon komme. Hoffentlich treffe ich nicht auf Feuer-Pokémon. Ja, ganz bestimmt. So, was hast du zu sagen? Es gibt viele Kampfräume, aber ich werde in allen gewinnen. Ja, Großmaul, okay, Großmaul. Dann ist hier noch einer. Der startet gegen die Wand. Im Handumdrehen besiegt vom ersten Gegner. Wie erbärmlich. Es ist eine zermürbende Aufgabe, ohne Items kämpfen zu müssen. Gib deinem Pokémon Items, das ist der Schlüssel zum Erfolg. Ja, gute Idee, dass du sagst. Dann schaue ich mal nach. Ja, ich nehme Gyarados, X-Bart und Apollo. Die haben Items und das müsste reichen. So. Ich führe dich in einen Kampfraum. Möchtest du in einen Kampfraum? Erklär mir das Ganze erst einmal. Der Duellturm ist eine Kampfstätte für Pokémon. Unzählige Pokémon-Trainer von nah und fern kommen hier zusammen und duellieren sich in speziellen Kampfräumen. Im Duellturm gibt es viele Kampfräume. In jedem Raum sind 7 Trainer. Besiegst du alle, bekommst du einen Preis. Um eine Herausforderung zu unterbrechen, musst du sichern. Falls du nicht sicherst, kannst du den Kampf nicht fortsetzen. Möchtest du in einem Kampfraum? Ja, Herausforderung? Entschuldigung, du bist noch nicht bereit. Nur 3 Pokémon sind gestattet. Komm wieder, wenn du bereit bist. Okay, wir müssen 3 Pokémon ablegen. Eigentlich ziemlich mühselig, denn in der dritten Generation kann man die Pokémon einfach auswählen. Die muss man sie alle noch ablegen. Aber wenn wir sie schon ablegen, dann können wir gleich die Zeit nutzen und denen gleich die richtigen Items geben. Oder schauen wir zunächst nach, welche Pokémon wir mitnehmen. Ich nehme Gyarados mit, X-Bart, weil ich mich auf X-Bart schon immer verlassen konnte, und Tornupto. Tornupto sollte ich zunächst aber noch die Holzkohle geben. Ich hoffe, wir haben die Holzkohle noch. Ne, die haben wir bestimmt nicht. Nein, haben wir nicht, aber vielleicht in der Box. Mal schauen. Die Verbindung zu deinem PC wurde hergestellt. Holzkohle. Ich kann mich gar nicht erinnern, die abgelegt zu haben. Wo ist die Holzkohle? Wir haben keine Holzkohle? Oh mein Gott. Wir brauchen doch eine Holzkohle. Was ist denn los? Wo ist die Holzkohle? Sie ist verschwunden. Oh nein. Na gut, dann gebe ich ihnen halt eine Flinkklaue. Na, nicht auslocken, das möchte ich doch gar nicht. Aufnehmen. Flinkklaue. Einmal Flinkklaue, okay. Dann lagern wir noch die Pokémon ein, die wir nicht benutzen dürfen oder benutzen werden. Apollo. Suicune. Ich glaube, legendäre Pokémon kann man hier, glaube ich, auch nicht verwenden. Bin ich mir gar nicht so sicher. Halt, und ob du wollen wir benutzen. So, Nachtara auch noch.
So, jetzt haben wir nur noch 3 Pokémon im Team. Und jetzt können wir kämpfen. Wir kommen eventuell um mich. Ehe du einen Kampfraum betrittst, wird dein Spielstand gesichert. Es gibt bereits einen Spielstand. Spielstand überschreiben? Ja. Speichern. Gold hat das Spiel gesichert. Juhu, wir speichern das erste Mal in dem Spiel. Im Duellturm. Achso, welchen Level wollen wir denn herausfordern? 40er vielleicht? Eins oder mehrere Pokémon in deinem Team übersteigern die Level. Ach verdammt, wir dürfen... Na, wir müssen nur 40er mitnehmen, weil die anderen... Okay. Ja, Herausforderung, abbrechen. Hallo, abbrechen, ja, möchtest du... Nein, ja, gut. Oh, Mann, ist das mühselig. Also gut, ich darf nur Pokémon mit Level 40 verwenden, das heißt, wir müssen Tornupto ablegen und ein anderes Pokémon nehmen. Dann nehme ich halt Alpollo mit. So, ab mit in die Box, Tornupto, und mitnehmen tun wir... wohin genau? Ich nehme mal wohin genau, könnte interessant werden. Vielleicht können wir ja die gegnerischen Pokémon dadurch ein bisschen trollen. Gut, und weil ich so ein Troll bin, setze ich wohin genau an erste Stelle. Weil ich so ein fieser, gemeiner Typ bin. So. Jetzt müssen wir die nochmal anquatschen, bla bla bla. Möchtest du ja speichern? Ja, überschreiben. Nein, nicht Level 10, sondern Level 40. Hier entlang in einen Kampfraum. Warum ist die Musik aus? Hilfe! Ich habe Angst. Ohne Musik ist Pokémon gruselig. Hilfe! Ich will Musik! Ah, gut, wieder Musik. Entlang bitte. Okay, machen wir diesen Trainer platt. Hey, in Pokémon, Pokéball-Dingens als Plattform. Möchtest du meinen Kampfgeschick kennenlernen? Nein, danke. Also gut, Pokémon-Jack. Was hast du denn für ein Pokémon? Oh, Tauros. Hallo, Tauros. Okay. Tauros greift bestimmt mit einer Normalattacke an, daher benutze ich jetzt Konter. Rückkehr. Zieht bestimmt eine Menge ab, weil das gegnerische Pokémon eine hohe Zuneigung zu seinem Trainer hat, jawohl. Aber wohin genau zieht er das Doppelte ab? Tschüss, Tauros. Da musste Kevin ganz böse lachen. Electek. Oh mein Gott. Spiegelcape. Er greift an mit Lichtschild. Ja, mach ruhig. Okay, jetzt ein Spiegelcape. Ausgehen, jetzt greift er mit Donnerschlag an. Genau. Der Spiegelcape trifft sogar. Ach ja, stimmt. Das zählt ja immer die Typen, nicht die einzelne Attacke. Stimmt ja. Ah, fast Monokill. Abgangsbund. Nano Swing, genau, Abgangsbund! Du überlebst es! Ja, sehr schön! Okay, jetzt töte mein Wohin genau bitte. Wäre jetzt ganz nett. Dankeschön! Und jetzt, Wohin genau, zieh ihn mit in den Tod! Okay, was, jetzt nehme ich mal X-Bot. Und sein letztes Pokémon. Lamos. Oh Gott, wir müssen aufpassen. Es kann bestimmt Psychokinese. Ich flieg mal davon, oder? Nee, das ist sehr effektiv, weil es ein Psycho-Pokémon ist. Ich bin da ziemlich geschockt, wie wenig das abzieht. Oh mein Gott. Jesus. Okay, Wasser gegen Wasser. Verdammt, ich habe euch gesagt, wie schwierig das hier im Duellturm ist. Also der Duellturm ist der schwierigste Duellturm allen Generationen. In der dritten Generation wurde der ein bisschen vereinfacht, der Duellturm. Dass die Pokémon hier nicht so stark sind. Aber seht euch das an, wir werden von einem Lamos gekillt. Ja, scheiße. Okay, was machen wir jetzt? Jede Attacke ist nicht sehr effektiv, außer Windhose. Ich bin so verzweifelt und setze jetzt Hydro-Pumpe ein. Ist zwar nicht sehr effektiv, aber immer noch besser als Windhose. Alter, wie zäh ist das, Lamos? Mann, Hilfe! Oh je. Ich glaube, wir verlieren.
Oder was meint ihr? Gewinnen wir oder verlieren wir? Ja, wir haben verloren. Okay. Aber dieses Lamos, das ist wirklich zäh. Das ist zäh, als der zäheste Kaugummi, den ich je gekaut habe. Ich weiß jetzt, wie geschickt du bist. Das war Ironie, oder? Du hast mich beleidigt. Ich komm nie wieder hierher. Drecks, Gebäude, Gags, Geldjob, ich komme nie wieder, ihr seid alles Arschlöcher. Ich lauf zu meiner Mama. Wisst ihr was? Ich will zu meiner Mama. Halt nein, erst brauche ich ein Pokémon, das Kaskade kann, bevor ich zu meiner Mama gehe. Okay, ja, ich habe wieder euer Scheißgebäude betreten. Ja, ja. Aber nur weil ich ein Pokémon mitnehmen möchte, oder drei genau gesagt, nämlich Suicune, wo ist Suicune? Suicune, wo bist du? Da bist du. Das nächste, was wir mitnehmen, ist. Wir hätten halt Pollon mitnehmen sollen, nicht wohin genau. Na ja, gut, wohin genau hat ja auch eine gute Arbeit geleistet. Aber X-Bad war schlecht. Und Garados. Aber wohin genau war richtig geil. Habt ihr ja gesehen, es hat zwei Pokémon im Alleingang gekillt. Okay, passt. Schauen wir mein Team nochmal an. Ob alles passt. Ja, passt alles. Okay. Dann gehe ich jetzt zu meiner Mama und tu mich ausheulen. Warte. So, hier, ich fliege jetzt hier nach Neuburg hier. Mama, wo bist du? Da. Hey, da waren so böse Typen mit Duelltor und die haben mich dann alle geplättet und mich beleidigt. Und, ich bin auf mein Zimmer. So, was haben wir denn da Schönes? Eis-Pokémon-Dog! Das wird mich wieder aufmuntern. Margit, Professor Eis. Pokémon-Dog! Mit Margit. Eich, Taubsi. Wohlgesichtet auf. Route 29. Taubsi wurde sehr aktuell furchterregend. Und Taubsi, ein Radikal, wurde gesehen auf Route 42. Es hat ein Radikal, wahrscheinlich. Wie niedlich. Ja, gut. ja, hier können wir nur Items ablegen oder mitnehmen, whatever. Haben wir vielleicht was im Briefkasten? Harald? Wer ist Harald? Ich kenne keinen Harald. Dunkle Höhle ist ein Pfad. Achso, dieser Harald, ja klar. Dekoration, Bett, Federbett. Das ist schon in deinem Zimmer. Ach, verdammt. Poster, Karte. Das ist schon in deinem. Ausgang. Achso, ich dachte, wir platzieren jetzt einen Ausgang. Okay. Ja, wer braucht schon ein Bett? Ich kann auch auf dem Boden schlafen. So. Okay, Hi, willkommen, ich sehe, du bemühst dich sehr. Ich habe dein Zimmer aufgeräumt. Ist es wegen deinem Geld? Ja. Was willst du tun? Ich werde sparen. Wie viel möchtest du sparen? Wie sparen? Ich dachte man, Moment. Ich glaube, wir müssen ja mal Tacheles reden. Ich möchte wieder anfangen zu sparen und ich möchte nichts einzahlen. Du dumme Nutte! Ändern. So, das möchte ich ja. Möchtest du weiter Geld sparen? Ja, okay, ich spare für dich. Blablabla. Okay, ach ja, wir wollten ja noch bei Professor Lin vorbeischauen, denn der hat ja auch noch was für uns. Hab ich ja ganz vergessen. Hi Gold, danke. Ich komme mit meinen Forschungen hervorragend voran. Nehmen dies als Zeichen meiner Dankbarkeit. Wow, Meisterball. Der Meisterball ist der beste von allen. Er ist der ultimative Ball. Ihn kann kein Pokémon entwischen. Er wird nur anerkannten Pokémon-Forschern überreicht. Aber ich glaube, du hast bessere Verwendung dafür als ich, Gold. Ah, danke für den Meisterball. Den werden wir sicherlich weise einsetzen. Für ein legendäres Pokémon namens Entei oder Raikou. So, im nächsten Part schauen wir nach, was sich hier verbirgt. Hier ist nämlich eine Surferstelle. Die haben wir völlig missachtet. Mann, ich sollte mich schämen, so viele Surferstellen zu missachten. Naja, okay. Dann mache ich jetzt Schluss und dann geht's im nächsten Part weiter. Und bevor ich wieder quatsche, sage ich bis zum nächsten Part. Ciao!